Man walking to the sky. Meine Mutter hat mich ein bisschen als kleinen Jungen zum Documenta-Fan gemacht, als wir hier gelebt haben, so ein paar Jahre. Aber erst später hat Jonathan Borofsky diese Skulptur zur neunten Documenta 1992 gemacht. Ich finde sie großartig. Auch wenn sie hier vielleicht ein bisschen ungünstig steht auf dem Kasseler Hauptbahnhofsplatz. Borofsky hat diese Skulptur, so hatte ich nochmal nachgelesen, gestaltet in Andenken an seinen Vater, der ihn wohl als kleinen Bub oft auf seinem Schoß hat sitzen lassen und ihm die Geschichte eines Riesen erzählt hat, der im Himmel ist und der Gutes für die Menschen tut. Und dorthin zu streben, das war wohl so die Intention dieser Skulptur. Aber heute wird sie in allerlei Medien und Veröffentlichungen immer so ein bisschen missbraucht als ein Symbolbild für den klaren Blick nach oben, für den geradlinigen Weg zum Erfolg und für den kräftigen Schritt, den diese Figur dort geht. Deswegen wird das Ding auch in Deutsch Himmelstürmer genannt von den Kasseler Einwohnern. Ein schöner Name, aber eine ziemlich fast schon pubertäre Vorstellung, wie Erfolg zustande kommt, gerade in Gesellschaft und Wirtschaft. Aber ich bin froh, dass wir da irgendwie auf einem ganz neuen Weg sind, denn Erfolg ist eben gerade nicht das Ende eines geraden Weges, den man mit kräftigem Schritt und klarem Blick vollzieht, sondern Erfolg ist eigentlich fast eher immer nur eine kleine, flüchtige Etappe auf einem meistens sehr verworrenen, meandernden Weg voller Widersprüche und Paradoxien.